Dieses Bild hier stammt von der Mottowoche am Gymnasium. Und das in meinen Händen sind zwei große Oldesloher Kornflaschen. Die sind gefüllt mit Wasser gewesen, weil der Oldesloher war schon alle. Aber die hatte ich halt mit zum Thema Bauer. Und habe dann halt immer in der Stunde daraus getrunken, weil das war halt einfach Wasser, ne? Das ich da reingefüllt habe. Und ich fand es so schön, ich habe da nicht drüber nachgedacht, aber ich mochte, wie schockiert mich meine Lehrerin angesehen hat, als ich mitten in der, was war das, Englischstunde oder so, da saß, auf einmal den Oldesloher, die große Kornflasche aufmache und da so richtig viel draus trinke und dann wieder hinstelle. Und sie sitzt einfach nur vorne und ist so. Und ich finde die Vorstellung wirklich sehr, sehr schön, wenn ich da einfach tatsächlich richtigen Korn, ne, so einen hochprozentigen Schnaps pur warm weggedonnert hätte und einfach dann weiter arbeite. Einfach arbeiten, 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 weghauen, arbeiten, arbeiten, arbeiten. Bringt ihr keinen Korn pur? Selten. Ist halt nicht lecker. Was war noch? Habe ich mich beim Essen fotografiert? Da war Kindheitsheld. Chuck Norris war nicht mein Kindheitsheld, aber ich hatte diese Cap. Und das war Assi. Und seltsamerweise war Assi sehr dicht an meinem normalen Aussehen. Naja. Ich hab so viel Bilder gepostet damals. Insane. Was ich alles gepostet habe. Hier war der erste Leak von meinem Nachnamen. Hat nie jemand mitgekriegt. Obwohl ich sie geleakt habe, hat es keiner mitgekriegt. Tja. Das war noch Zeit, nicht? Kannst du uns ein paar Infos zu deinen Bildern erzählen? Infos zu den Bildern. Also Info Nummer 1, dieses Bild, war, weil ich dachte, hey, ich sollte mal was bei Instagram posten. Dann habe ich das gepostet und fand Instagram kacke. Und dann habe ich auch einen Monat lang nicht mehr gepostet. Und danach habe ich eine Zeichnung gepostet, die ich auf meinem Schreibtisch gemacht habe. Instagram war halt einfach, weiß ich nicht, echt kacke für mich. Aber irgendwann habe ich angefangen, das zu mögen. Ich habe zu viel Murks gepostet. Ja, wir haben ein Bild mit einer Kuh. Ich und meine Homies. Ich war halt im Game drinne. Da war Fujitora. Ach, vorhin. Ja, den Fujitora habe ich gemalt. Ich habe irgendwann mal... Das war, als ich meine Ausbildung schon abgebrochen hatte und so. Da hatte ich stressbewältigungsmäßig gemalt. Das war Barcelona Klassenfahrt. Das ist Anu. Schöner Ausdruck. Magst du Bomberjacken? Kann das sein? Ja! Ich mag Bomberjacken. Beziehungsweise Collegejacken. Ich habe jetzt letztens auch eine Collegejacke gekauft. Da freue ich mich drauf, wenn es endlich warm genug ist, um die zu tragen. Das hier ist übrigens Plön, my one and only. Nach diesem Foto, wo ich da im Fitnessstudio war, hatte ich eine Woche lang meinen Arm nicht bewegen können. Eine Woche lang musste ich meinen Arm runterhalten, weil der einfach so gefickt war von den Übungen. Weil ich hatte vorher überhaupt nicht trainiert und habe ich einfach random ein bisschen was gemacht und habe mich halt hardcore übernommen. Da habe ich meinen 100.000 Abonnenten hingekriegt. Das war cool. Das Hemd habe ich bis heute. Erste Folge Punch Factor. So lange ist das schon her, die erste Folge Punch Factor. Holy shit. Oh, eins der frühen Silvester-Specials. Wir spielen wird's wohl nicht mehr. Doch, wir starten gleich da rein. Das war am Anfang einer Feier. Das war unsere Abi-Party. Und da wurden wir gefragt, ob wir so angemalt werden wollen mit dieser Farbe. Und da hatte ich diesen unfassbar, unfassbar, unfassbar unangenehmen Moment. Weil ich kam auf die Abi-Party. Ich war auf der Abi-Party und dann waren so Leute aus der Parallelklasse, Mädchen aus der Parallelklasse haben so das Gesichtsschminken gemacht mit dieser Neonfarbe. Und dann sind sie so zu mir hingekommen und waren so, ah, oh, warte, sollen wir dir Farbe drauf machen? Und dann hat die eine gesagt, oh, mach ihm so Katzenschnurrhaare. Das könnte süß aussehen. Und dann habe ich gesagt, ja, muss auch nicht unbedingt süß aussehen. Und sie hat gesagt, ja, aber so bekommst du eine Freundin.
Und dann habe ich ihnen gesagt, ich habe eine Freundin, weil da war ich mit Caro schon zusammen, aber Caro kam ja von woanders, die kam ja aus Hessen. Das war eine Fernbeziehung damals, die kannte ja keiner. Dann war so, oh, du hast eine Freundin, wer denn? Und dann stand ich da und war so, kennt ihr nicht. Die ist nicht von hier. Und ich habe mich in diesem Moment wie so ein riesiger Lügner gefühlt. Ich wirkte so wie, nein, ich habe eine Freundin. Und wer ist die? Kennt ihr nicht. Auf jeden Fall, das war der Anfang des Abends und das war das Ende des Abends. Irgendwann haben wir nämlich die Kontrolle über die Farbe gekriegt, weil die nicht mehr bewacht wurde. Und als wir die Kontrolle über die Farbe bekommen haben, ist das Ganze halt ein bisschen eskaliert. LSD? LSD-Party? Das ist Sam, mein erster Hund, den ich hatte. Süß. Lag auch auf der Decke mit mir. Mochte es gekrault zu werden. Der Zwang und der Zwinger. Rap-God Godzilla. Hier, Joshuas Blog. So alt schon. Zigarrenbild, das war bevor wir in die Türkei geflogen sind. Ist halt krass, das alles zu sehen, ne? So diese ganzen Sachen von damals. Ist halt schon, da hab ich einfach fucking Bär gepostet. Da sehe ich betrunken aus, aber ich war's nicht. Guck mal hier, das haben wir letztens geguckt. Das haben wir, so alt ist das Video schon. Leute, ich sollte jetzt mal anfangen zu spielen. Ich bin gerade so auf dem Trip, die alten Bär. Da war ich jetzt ausgezogen. Fucking, Leute, ich bin. Hier ist Fujitora. Den habe ich gemalt. Ich habe halt damals nichts zu tun gehabt. Das war, nachdem ich meine Ausbildung geschmissen habe. Und dann hatte ich halt nichts zu tun, neben Videos machen. Und dabei habe ich noch nicht so viel gearbeitet wie heutzutage. Damals habe ich halt wirklich, in der Woche kamen 3 Videos oder 4. Und diese Videos habe ich auch wirklich erst dann gemacht, wenn ich sie machen musste. Das heißt, an dem Tag, wo es hochgeladen wurde, habe ich das Video gemacht. Das heißt, ich habe jeden Abend nichts zu tun gehabt und habe dann angefangen zu malen, so als Stressbewältigungstherapie. Deswegen habe ich hier auch Kizaru gemalt. Und ich frage mich, wo die Bilder sind. Die müssten irgendwie hier zu Hause sein. Ich finde insgesamt, weil in den Bildern so viel Geschichte steckt, jo, das ist Knack- und Backteig, den ich gegessen habe, weil ich alleine lebe und es essen konnte. Instagram-Model und Künstler. Das war ich in der 5. Klasse oder so. Ich war hammer seltsam. Ich würde halt mit mir, oh Gott. Katis Lieblingsvideo. Das habe ich auch gemalt. Die sind voll gut. Naja. Das hier war ein ASMR-Video, was ich gedreht habe, was ich aber nie hochgeladen habe oder auch nie bearbeitet habe. Keine Ahnung, was mit den Aufnahmen passiert ist, aber es ist nicht mehr da. Da war ich das erste Mal bei Alexander Markus. Da habe ich die Marmeladen-Oma getroffen. No, die Marmeladen-Oma. No, das war toll. Hochladen, nee, ich habe die halt nicht mehr. Bin sehr froh, dass ich damals die Marmeladen-Oma. Das war die einzige Person, wisst ihr, da hat. Ich war noch mit niemandem connected aus der YouTube-Szene. Heutzutage kenne ich ja ein paar Leute, aber damals war ich dort und ich kannte niemanden. Vielleicht vom Sehen kannte ich halt, ich wusste so, das ist Joyce Ilk und so, aber ich kannte niemanden. Und da habe ich die Marmeladen-Oma gesehen und ich war so, mit der will ich ein Bild. Mit der Marmeladen-Oma möchte ich ein Foto machen. So eine liebe Frau. So unfassbar lieb. Hier gibt's Horror-News. Das war, glaube ich, das erste Mal Gamescom. Es ist voll und laut. Ich weiß nicht, ob ich der Gamescom-Mensch bin, aber es ist eine schöne Erfahrung. Ja, ich bin auch immer noch nicht der Gamescom-Mensch. Gamescom durch die Hallen gehen am fucking Freitag oder Samstag ist die Hölle. Da bleibe ich bei. Da habe ich Dalukart gecosplayt. Da waren wir auf einem, Kostümball. Der Kostüm, also Faschingsfeier. Und das war, die Faschingsfeier war ich da und da kam irgendwann ein anderer Priester mir entgegen. Und wir beide standen voreinander und hatten halt das gleiche Priesterkostüm an. Und er guckt mich, also er in einer anderen Farbe, und wir gucken uns an und er steht vor mir und macht den. Und gibt mir dann so eine Kette mit einem Kreuz dran. Der war voll nice. Die Kette durfte ich behalten. Das war sehr cool. Da wurde ich geblitzt. Und mach dabei Duckface. So fahre ich im Auto.
Jetzt ist wieder 1999 auf deinem Channel. Also deine Verkleidung müssen ebenfalls ein Comeback haben. Das sehe ich nicht. Das sehe ich nicht. Boah, da hatten wir schon die 600.000. Das ist halt sick, ne? Wir das da schon hatten. Das war zur Zeit von Momo. Das ist, als Momo gewesen ist zu der Zeit. Da sind wir gekentert. Das war die Social Movie Night, die ich mitgehostet habe. Das war auch schön. Mit Jamie Lee Curtis und so. Das war cool. Da habe ich auch die Maske her von der Social Movie Night. Das Bild hat... Oh, Cineplex hat da untergeschrieben. Like. Nach 260... Nach 280 Wochen kann man sowas ja schon mal liken. Und damals gab es die Angst, dass das Internet wegen Artikel 13 kaputt geht. Da habe ich das gemacht. Da habe ich Save Your Internet, ne? Habe ich, Artikel 13 habe ich so ein Video gemacht, wo ich darüber geredet habe. Und da habe ich mir so den Mund zugeklebt mit diesem Klebeband. Das dann abgerissen. Und dann kommt fucking 4 Tage später ein Video von PietSweet. Und er hat gesagt, hey, wir machen eine Aktion. Wer mitmachen will, kann mitmachen gehen. Und hat dann so gezeigt, dass die Aktion ist, indem man sich den Mund mit Panzertape zuklebt und das dann abzieht. Und ich dachte mir so, aha! Nicht deine Idee. Jetzt denken die Leute, ich mache da mit. Ich habe das zuerst gehabt. Peter Smith. Bis heute... Bis heute nicht verziehen, doch. War jetzt ja nicht sonderlich kreativ. Hier ist mein eigenes Meme-Format von damals. Hatte ich kurz gemacht. Das war auch wieder für Kostümball. Das war ein anderes Kostüm, was ich beim Kostümball hatte. Und zwar ein Faultier. Und guckt euch die Augen an. Ich weiß nicht, was da an dem Abend los war, aber... Was zur Hölle ist mit meinen Augen los? Und Schnippendiller, ja, Schnippe war da. Das war, als wir... das war, als wir im Wachsfigurenkabinett in Los Angeles waren. Wo ich mir Mühe gegeben habe, überall dumme Bilder zu machen. Hier rede ich mit Enten. Hier werde ich überall was, wo ich was Interessantes zu sagen kann. Hier habe ich gepostet und geschrieben, versteckt eure Omas, ich bin auf der Jagd. Ich habe damals schon teilweise sehr seltsame Dinge gepostet, muss ich sagen. Weil dieses Bild, dieser Titel, bedeutet ja letztendlich einfach nur, versteckt eure Omas, weil ich möchte sie ficken. Chrissy hatte damals schon Jeanssucht. Jeans sind voll cool. Nichts gegen Jeans. Das war auch wieder Köln. Guck mal, jetzt kommen wir schon zu der Zeit, wo ich wieder abgenommen habe. Hier hätte ich so hart abgenommen. Hier sieht man halt, das finde ich halt nicht schön. Ich finde, da sehe ich sehr mager aus. Ich weiß nicht, wie ihr das empfindet. Damals dachte ich so, damn boy, Peak Performance. Aber ich finde halt jetzt, das sieht sehr mager aus. Ich finde, da sehe ich, ich war damals, ich habe halt immer weiter abgenommen und irgendwann war es mir persönlich zu dünn gewesen. Oder auf dem Bild geht es sogar, aber irgendwann war ich zu dünn, fand ich halt auch. Für mich war es halt so, ich wollte eigentlich, ich hatte mir damals gesagt, ich hatte 94 gewogen, da habe ich gesagt, ich möchte irgendwo bei 85 sein. Da habe ich 85 gewogen und habe dann gesagt, hey, ich möchte noch weiter runter. Habe dann 80 gewogen, habe gesagt, hey, ich will noch weiter runter. Habe dann 77 gewogen und da habe ich bis 74 runtergegangen. Das war halt nachher, glaube ich, nicht gut und hat mit dem Körper auch nicht gut getan. Dann bin ich jetzt halt auch zufriedener, weil ich jetzt halt auch noch mehr mit Kraftsport ein bisschen mehr Muskeln habe bei Gewicht, was halt angenehmer ist. Hier habe ich den goldenen Play-Button gekriegt. Das war halt, ne? Sehr cool. Ich habe auch schon 189 Wochen her. Sick, wie die Zeit vergeht, Leute. Dass du in Köln weißt? Keine Ahnung, ich war in Köln. Wisst ihr, ich bin ja nicht mehr mit Caro zusammen, aber ich habe halt die Bilder alle online gelassen. Manche Leute schreiben mich an, weil sie sagen, ich bin mir unsicher, ob du wirklich getrennt bist, weil du hast die Bilder noch online. Aber ich sehe halt keinen Grund, warum ich die Bilder löschen sollte. Caro hat auch gesagt, sie sieht keinen Grund, warum man die löschen sollte. Weil... sind schöne Bilder, warum sollte ich irgendwas, was in meiner Vergangenheit war, auf Krampf versuchen zu verdrängen? Da waren wir auf Deutschland-Tour, da waren wir im Klimahaus in Bremerhaven
Das Klimahaus ist ja gut. Da waren wir auf dem Tetraeder in Bremerhaven. Und ich habe vorher mir Yu-Gi-Oh! Karten geholt. Da hat Jinzo. Das war cool. Da kommt sich als CBP-Fan langsam alt vor. Du, als CBP komme ich mir langsam alt vor, wenn ich das sehe. Das ist eins meiner Lieblingsbilder auf dem Account. Weil das. Das mag ich. Baby Yuki. Oh, ich darf nicht zu laut sein, sie kommen sonst wieder. Kleines Baby. Hinter beide Feinde ist ja eh in Ordnung. Mich sind Bilder von Pärchen in Erinnerung. Ja, finde ich auch. Ist dein Insta und dein Leben soll drauf sein, was du willst. Ja, finde ich auch. Guckt euch diesen kleinen. Guckt es euch an! Guckt es euch an! Guckt euch diesen kleinen Klops auf dem Arm an. Ja, eine Babywolke. Und sie hat so gern Küsschen gegeben. Und sie gibt immer noch gern Küsschen, das hat sich nicht verändert. Guckt sie euch an! Guckt euch an, wie klein sie war. Sie ist immer noch klein. Das mochte ich auch. Da habe ich einfach einem Kumpel geholfen, seinen Motorroller abzuholen, seine Vespa. Und ich dachte, das ist das perfekte Bild für, hey, ich wurde entführt. Ja, hier habe ich schon angefangen zu streamen. Na, seit dem Klimahaus ungefähr habe ich wirklich angefangen zu streamen aktiv. Billy auf Crack. Ah, wilde Zeiten. Wilde Zeiten. Da waren wir in Hamburg und Hamburg war scheiße an dem Tag. Es war ganz witzig, das war so Typ 2 Spaß. Da habe ich mich schlecht rasiert. Das war so Typ 2 Spaß. Weil, boah, in Hamburg, da, Hamburg ist halt gar nicht so toll. Hamburg ist halt echt nicht so toll. Coole Bilder. Das ist ja das, was ich. So sehe ich aus, wenn wir plönen Saufurlaub machen. So ist mein Look. Das ist immer der Moment, wo ich mir denke, wenn ich jetzt erkannt werden sollte und jemand kommt auf mich zu und ist so, bist du nicht XY, würde ich sagen, nicht unbedingt. Und das ist halt mein Pullover, den ich immer habe, wo Missgeburt draufsteht. Und ich liebe diesen Pullover, weil dieser Pullover hat in seiner Tasche einen Bieröffner und einmal so eine Bauchtasche und eine extra Tasche, wo ich das Bier reinstellen kann. Dieser Pullover ist sick. Jetzt kommen wir langsam in die neue Zeit. Hier gibt es nicht mehr. Hier war der, wo Caro mir verboten hat oder gesagt hat, ich soll nicht den Witz des Jahrtausends bringen. Hatte ich euch ja gesagt, wo ich schreiben wollte, ich bin wie Boris Becker und Leute denken, ah, wegen Tennis und die Antwort ist nein, weil ich Angst vor Samenraub habe. Aber Caro meinte, der ist nicht witzig und ich war so, sorry, Humorpolizei. Da schlafen Yuki und ich. So schläft sie manchmal bei mir. Da war eine Katze im Urlaub und die Katze saß immer so neben mir. Ich habe null verstanden, warum die immer so saß. Hast du den Pullover her? Welchen Pullover? Den Missgeburt-Pullover, den habe ich selbst gemacht. Den habe ich mir anfertigen lassen. Der ist nicht witzig. Könnt mich mal. Ihr könnt mich mal. Hier war, ne? Ihr erinnert euch? Ihr erinnert euch? Das waren Zeiten, ne? Deine blonde Haare-Ära, ja. Ja. Und ab dann werden alle Bilder hässlich. Was soll das heißen, Anni? Schlimme Zeit, ja, das war schon. War schon eine harte Zeit. Das ist ganz hübsch. Das ist Vatertag. Das ist Peak Performance Vatertag. Das ist halt, ne? Das ist eine Flensburger Flasche. Und das ist, so könnt ihr mich am Vatertag sehen. Vatertag fand ich witzig. Mittlerweile sind halt auch junge Leute. Ich werde manchmal erkannt an Vatertag und da sind Leute ganz fasziniert davon, dass ich es bin. Und ich kann verstehen, weil ich sehe halt so aus. Und ist irgendwie böse, Mann, aber ich fand, dieses Blond hat dir nicht gestanden. Ach was, das! Ach was! Vater des Jahres, absolut.
Ah, Alexander Markus. Wir haben die gleiche Hose gekauft. Viel zu teuer, die Hose. Das war das erste Mal Dokumi. Und das war wieder Plön. Wieder der Missgeburten-Pullover. Und das war eine Mische, die schmeckt exakt so wie Tropical Tiger aus einer kleinen Kaffeekanne. Ich hab halt ne, also no shit, no shit. Ich hab halt Style, in Plön. Warum hattest du, by the way, blonde Haare? Crystal, also ich habe bei einem Charity-Event mitgemacht und bei diesem Charity-Event musste ich meine Haare, habe ich angekreuzt gehabt, dass Haarefärben für mich okay ist und die wollten, dass ich meine Haare weiß färbe wegen Opa, weil ich ein Bild eingereicht habe, wo ich ein alter Mann war. Und die Sache war aber, dass halt meine Haare dadurch nicht wirklich hell genug wurden, außerdem brannte meine Kopfhaut wie Feuer und deswegen waren meine Haare dann blond und nicht weiß. Was sag ich mit Live for Life dieses Jahr? Ich glaube, ich habe keine Zeit dafür dieses Jahr. Das ist mein Koffer, mit dem ich auch verreise. Ich konnte es noch nie nutzen. Ich denke immer so, haha, ich werde meinen Koffer so schnell auf dem Kofferband erkennen. Aber ich erkenne meinen Koffer nie auf dem Kofferband, weil sie meinen Koffer immer falsch rum aufs Kofferband legen. Von der anderen Seite ist der halt schwarz und die packen immer mein Gesicht nach unten. Pack doch mein Gesicht nach oben, damit ich mein Gesicht sehen kann. Weiß, muss man beim Friseur machen, sonst wird es selten was. Ja, aber meine Kopfhaut hält das halt nicht aus. Yuki. Da war ich in den USA. Gibt's nicht viel zu sagen. Das war mein Bild, als ich zu OneUp gegangen bin. Ich mag das Bild. So, und jetzt sind wir auch relativ in der Neuzeit. Yes. Jetzt sind wir auch relativ in der Neuzeit. Hier war ich mit JB auf dem Konzert. JB wollte eigentlich ein Bild machen davon, wie ich ihren Merch trage. Aber als ich gesehen habe, dass ich ein Foto machen wollte, habe ich mich so nach hinten gebeugt, um Peace-Zeichen zu machen. Und ich war echt betrunken. Wieso stand da dein Koffer und nicht mein Koffer? Weil ich mit mir selber rede. Hier war ich mit Putzi und Eva unterwegs. Das war schön. Hier war ich auf Malle. Kurz nach dem Bild habe ich gekotzt. Es dauerte nicht lange und das alles, was ihr hier sehen könnt, kam wieder raus. Es kam alles wieder raus. Wie sieht es aus mit dem Spielen? Ja, wir gehen gleich. Wir sind gleich durch. Hier war ich mit Eileen bei Mama Mia. Das ist das Bild von Anne und mir, welches im Hintergrund zu sehen war. Vorentscheid, beim deutschen Vorentscheid, Eurovision Song Contest. Das war Vatertag letztes Jahr, mein Style. Und Lidl fragt nicht an wegen einer Kooperation. Das ist ein Skandal. Seht euch den Drip. Nee, das war Plön. Das war gar nicht Vatertag, das war Plön. Aber seht euch den Drip an. Gesund, ich wäre so ein gutes Model dafür. Oh, das war als ich. Das zweite Mal, also am Vortag habe ich Vero kennengelernt, aber. Vero hat, das war so ein cooles Cosplay von Vero, von Tomir. So saucool. Wir sind gleich durch, wir haben gleich alles geschafft. Hier waren wir im Dänemark-Urlaub. Ah, das Baldur's Gate-Video. Das Baldur's Gate-Video, wo ich mit Erik rummache. Das waren Zeiten. Ich finde, ich liebe halt diesen Spruch von Mikkel hier. Die Wachen, ich habe ja mit Mikkel, ne? Wundervoller Auto, wundervoller Mensch, habe ich ja zusammen das hier gemacht. Und Mikkel hat ja geschrieben, die Wachen, die uns beerben, haben kleine Fußspuren auszufüllen. Weil die Schuhe viel zu klein waren, die wir da anhaben mussten. Da war ich mit JB auf dem Oktoberfest. Polaris Cosplays. Und jetzt sind wir am Ende angekommen. Wir haben die gesamte Geschichte des Instagram-Profils durchgegangen. Was ein Spaß, was für eine Spannung. Spannung pur, Leute.